Ich habe nicht genug Wut. Grüße. Danke. Nicht schlecht. Hallo. Voll. Hilfe wäre jetzt willkommen. Verzeihung. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Nein. Ja. Ich brauche mehr Wut. Ja, würdiger Staub, die Geheimnisse sind hier. Ich sehe euch. Ja, der Grinsende. Er ruft nach mir. Ich muss nur... So. So nah. Das ist es. Das habe ich gehört. Beweist mir euren Wert und empfangt mein ewiges Geschenk. Der Grinsende leitet mich. Ogai ist würdig. Nein. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Kommt. Kommt zum Schrein des Alten. Seht seine Pracht mit eigenen Augen. Seht. Wie Ogai seinen Wert unter Beweis stellte. Thank you.
Ich muss warten. Nicht genug Wut. Ich habe keine Wut mehr. Ich brauche mehr Wut. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe keine Wut mehr.
Arme Seele. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Oh Götter! Kada! Nein! Er wollte nicht mal hierher kommen, wisst ihr? Er wollte bei Vater in Khet Bardu bleiben. Aber ich habe ihn gedrängt. Habe ihm gesagt, ich würde ihn beschützen. Tut mir leid. Ich muss es Vater sagen und sein Herz ein zweites Mal brechen. Gesegneter Akarat, Geister der Sande. Gewährt meinem Wagen sicheres Geleit. Das muss einem Reisenden gehört haben. Ich lege es zu den anderen Gaben hier. Möge es andere auf ihren Reisen schützen. Seht ihr diese Narbe? Ein Beißer hat mich gebissen, also habe ich zurückgebissen. Ich bezahle euch fürs Kämpfen, nicht dafür, euch bei den Bettlern zu verstecken. Ihr sagtet, das wäre ein einfacher Auftrag. Kannibalen zu töten ist nicht einfach. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Verdammte Fresser! Haben meinen Bruder wie einen Braten tranchiert! Zündet eine Kerze für ihn an und geht ins Bett.
Das ist die sicherste Stadt auf dieser Seite der Steppe. Gute Knochen. Er baut auf den Schultern des alten Imperiums. Ihr und eure Münzen seid überaus willkommen. Die Bestien machen etwas Lärm, doch unsere Söldner sind die Besten. Sie haben das schon bald erledigt. Danke. Ich hätte euch nicht dorthin schicken dürfen. Vergebt meinen Zorn. Vielleicht muss jetzt niemand mehr dort sterben. Kaum noch Wut. Ich bin noch nicht bereit. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Großartig! Jetzt kann ein Mitglied unserer Sippe dein Gejammer bezeugen. Bitte ignoriert meinen Bruder. Der Häuptling wies ihn an, sich auszuruhen, und er wird ungeduldig. Ich hatte genug Ruhe für den Rest meines Lebens. Ich kann aufstehen. Die Kannibalen haben ihn verstümmelt. Die Ahnen wachten über ihn, denn die anderen waren völlig entstellt. Ich warte auf den Tag, an dem ich es ihnen doppelt heimzahlen kann. Doch die Lebenden haben Vorrang. Wenn ihr die Kannibalen töten könntet, wäre es uns beiden eine enorme Erleichterung. Die fleischfressenden Bastarde sehen unsere Schande, unsere Schwäche. Und nagen an unseren Wunden. Der lange Kampf gegen die Kannibalen hat Narben hinterlassen, die über das Fleisch hinausgehen. Folter bringt keinen Ruhm. Ein langsamer Tod, keine Belohnung. Jetzt sind einige meiner kampferprobtesten Krieger verschwunden. Sie haben nur eine Blutspur hinterlassen. Ich glaube nicht, dass sie tot sind. Sie würden nicht so still gehen. Habt ihr die Geschichten nicht gehört? Ich weiß nicht, ob mich das weiter beschämen oder überraschen soll. Wir tragen die Schande unseres Vorfahren Nilatak. Seine Feigheit überwog seinen Stolz, als er sich Baal unter dem Berg entgegenstellte. Die Ehre des Kranich-Stamms fiel mit dem Ariad, so wie unser Platz unter den Stämmen. Wir kämpfen allein, weil wir das müssen. Ich habe noch nie jemanden lange genug leben lassen, um ihn zu fragen. Sie laben sich an den Besiegten und essen auch ihresgleichen, wenn sie die Chance haben. Sogar tollwütige Bestien haben mehr Ehre.
Ich muss warten. Ich habe kaum noch Wut. Ich brauche mehr Zeit. Ich habe kaum noch Wut. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich muss warten. Thank you.
keine Wut mehr. Ihr ehrt euren Clan. Doch ich werde auf ewig diese Schande tragen. Sei nicht töricht. Eine Verletzung ist keine Schande. Ach, hör auf, dahin zu fassen. Ich kann es nicht lassen. Das ist eine schmerzliche Erzählung. Schon vor der Geschichtsschreibung beschützten die Kinder von Bulkatos die Steppe. Und ein Feigling machte alles zunichte. Die Clans zerstreuten sich nach der Zerstörung des Areat. Viele dieser Clans existieren nicht mehr. Ich hoffe, dass wir mit unseren Taten nun Wiedergutmachung leisten können. Manche waren einst Barbaren, vor langer Zeit, bevor wir von unserem Weg abkamen. Jetzt zögere ich, sie Krieger zu nennen. Ihr Verstand ist durch jahrelangen Verzehr von Menschenfleisch verfault. Sie sind nur noch tollwütige Bestien. Ihr kehrt mit mehr Blut an euren Lippen zurück als an eurer... Wir haben sie beobachtet. Von ihnen gelernt. Sie essen Fleisch, um die Stärke jener aufzunehmen, die schwach sind. Um sie in sich zu tragen. Ihre Stärke. Ihre Ehre. Ehre? Ja. So wie wir unsere Vorfahren in... Ehre ist mit denen, die mit erhobener Klinge sterben. Nur ein Tier würde sie als Nahrung betrachten. Aber indem wir sie verspeisen, ehren wir... Ihr habt keine Ehre. Anscheinend haben wir mehr als nur Fleisch an die Kannibalen verloren. Wir haben vergessen, wer wir sind. Die Opfer unserer Ahnen vergessen, die sie im Angesicht der sicheren Niederlage gebracht haben. Den Stolz, wenn man über sich hinauswächst. Wenn wir eine Chance gegen die Kannibalen haben wollen, müssen wir uns des Ruhms unserer Ahnen erinnern. Jene, die gestorben sind, damit wir leben können. Trefft mich an der Grabstätte unserer Ahnen. Seit dem großen Verrat kennt der Kranichstamm nur Elend und Opfer. Ich ehre mein Volk durch meine Stärke. Als ein Dämon meinen Arm zwischen seinen Zähnen hielt, zählten nur meine Krieger. Ich habe sein Maul zugeschlagen und bin zu meinem Volk zurückgekehrt. Nichts bringt mich dazu, von ihrer Seite zu weichen. Ich kam zurück, um mir seinen Schädel zu holen, als fairer Tausch. Nicht, um meinen Verlust zu überdecken. Keine Narbe zeugt von größerem Stolz.